Hallo liebe Freunde, heute geht es einmal wieder um was ganz was anderes, nämlich um Technik im Auto und zwar um CarPlay. Und jetzt noch braucht man natürlich einen Menschen dazu, der sich damit auskennt und zwar David und das ist unser Herr Zoffi. So, das ist CarPlay und jetzt, das ist wie bekannt unser Herr Zoffi. Servus Oliver. Servus Helmut, grüß euch alle Servus Oliver, miteinander. du wirst uns Jo, jetzt erklären als der Autofahrer. Begriff, der, Be der, der Begriff CarPlay ist von Apple in die Welt gesetzt worden. Vermutlich wird Apple auf diesen Begriff auch ein Copyright drauf haben. Das heißt, andere werden, auch wenn sie dieselbe oder eine ähnliche Technik verwenden, diesen Begriff nicht verwenden dürfen. Also wie man ja schon gesehen hat, und daher hast du ja auch das Bild eingeblendet, das ist die Apple-Seite, die offizielle Seite von CarPlay, die hier ein Abbild des iPhones zeigt und man sieht ja dann auch rechts unten noch ein Stickerl von dem iPhone. Im Grunde geht es darum, dass alles, was das iPhone kann, die ganzen Apps, die das iPhone kann, im Auto, auf dem Bordcomputer, auf dem Display, auf dem Navi-Display, Radio-Display, wie auch immer, abgebildet werden, aufscheinen und man, ohne dass man das Handy in die Hand nimmt, das heißt, das hast du eingesteckt, irgendwo in der Tasche oder liegt im Handschuhfach oder wo auch immer, kannst du sämtliche Applikationen, die das Handy kann, oder vom Autobordcomputer aus aufrufen. Ne? So, jetzt haben sich ja einige, es gibt ja einen Artikel, einen ganz netten vom Standard, da habe ich da ja auch was geschickt. Jo, dieser da. Das ist nur ein Ausschnitt, der sich also damit zusammensetzt, ja. Und da oben sieht man also auch die Adresse, wenn man sie dann mehr auch durchlesen will, dann bisschen das auch tippen oder unter Google einfach nach CarPlay und Standard suchen und dann kommt man letztendlich Wer das auf in diese Seite, ja. den Shownotes auch noch einmal einfügen, ne? So, jetzt wird unter anderem darüber gesprochen, dass zum Beispiel Mercedes und andere Autofirmen das bereits im Programm haben oder bei den neuen Autos ins das Programm aufnehmen und Apple mit iPhone auch, was weiß ich, Ford und VW und ich weiß nicht, wenn noch alle ins Boot holen will. Sprich, alle bekannten Automarken werden zumindest in einer gehobenen Ausstattungsvariante diese Möglichkeit bieten, dass man eben das iPhone mit dem Auto oder mit dem Bordcomputer des Autos via Bluetooth koppeln kann und ja, dann kannst du eben die Applikationen, die du am iPhone hast, bedienen. Also auch im Autobordcomputer bedienen. Das bedeutet aber bis jetzt, dass ich, wenn ich das machen möchte, erstens ein iPhone brauche, weil sonst geht es ja nicht, eh klar. Und Ja. zweitens ein Auto brauche, und das ist jetzt die Krux an der Sache, ein Auto mir kaufen muss, das diese iPhone-Unterstützung anbietet. Das ist ja noch schlimmer als die diversen Smartwatches, die es da gibt, die man nur dann kaufen kann, wenn ich ein iPhone habe. Das heißt, die kann man jetzt nur ein Auto kaufen, wenn ich ein iPhone habe. Oder umgekehrt, ich habe das Auto, muss man dann das iPhone dazu kaufen. Günstigerweise haben das zumindest die Autohersteller erkannt, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Und auch mit Android Gespräche führen, da wird auch was Ähnliches kommen, das ist im Standardartikel eher beschrieben. Das heißt natürlich anders, soll aber dann halt mit Android-Phones laufen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob jemals WinPhone da auch mitspielen wird. Ich nehme an, weil die werden sich das auch nicht entgehen lassen, Ja, klar. aber momentan ist halt da noch nichts bekannt. Also meiner Ansicht nach auf jeden Fall, weil ich mein, wie du richtig sagst, weil ich meine, Windows spielt überall mit, also was soll das? Ne? Naja, man muss aber eins dazu sagen, dass das WinPhone, zumindest bei uns, sorry, wenn ich das jetzt sage, im Verhältnis oder im Vergleich zum iPhone und zu Android ein Nischendasein führt. Sicher Noch. eine große Nische, braucht man nicht drüber reden, ja, aber wenn ich mir halt anschaue, wie viel Android, wie viel iPhone gibt es und wie viel WinPhone gibt es, dann hat WinPhone verloren bis jetzt. Und sie haben es Ja. nicht geschafft, das in irgendeiner Art und Weise zu überrunden. Und wenn man sich anschaut, dass eigentlich das iPhone mit dem iOS bisher immer der Marktführer war und ja der erste überhaupt am Markt war, der sowas gemacht hat. Viel später kam dann Android und mittlerweile hat Android iPhone oder iOS in der Anzahl der verwendeten Phones überrundet.
Ja, klar, es gibt ja Twinstone, mehr. Wifon noch nicht. Ne? Twinfon ist immer noch an dritter Stelle, weil es gibt ja nicht mehr, ja. BlackBerry gibt es noch, aber ich glaube, die sind mittlerweile auch schon tot, weiß ich nicht. Das ist Ja, eine wie dem auch Botschaft, ja. sei. Wie dem auch sei, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ist auch nicht das Thema. Thema ist CarPlay und der Name als solches ist ja schon ganz lustig. Spielen im Auto oder das Auto als Spielzeug. Warum ich das jetzt zu erwähnen ist, es ist ja noch gar nicht so lange her, ist jetzt ganz groß in diversen Medien darüber berichtet worden, dass irgendeine Autofahrerin aufgrund dessen, dass sie sich mit dem Handy beschäftigt hat oder telefoniert hat oder was auch sonst immer an Unfall gebaut hat und gestorben ist. In Deutschland und auch in Vorarlberg ist man dazu übergegangen, bei schweren Autounfällen das Handy zu beschlagnahmen, um herauszufinden, ob sich der Fahrer kurz vor dem Unfall unerlaubterweise mit dem Handy beschäftigt hat. Wobei nicht genau hervorgeht, was damit gemeint ist. Was heißt mit dem Handy beschäftigt hat? SMS geschrieben? Wie kann festgestellt werden, ob ich ein SMS am Handy wirklich geschrieben habe oder ob ich eine Funktion des Autos benutzt habe und das SMS angesagt habe? Und Ford zum Beispiel, mit Ford Sync kann das, mit bestimmten Handys. Da kannst du ein SMS aussagen und der schickt dann, wenn er die Sprache erkennt, aber das funktioniert ganz gut, der schickt dir dann ein SMS. Das heißt, bei einem schweren Autounfall würde jetzt das Handy sagen, ja, unmittelbar kurz davor ist ein SMS verschickt worden. Nur ich habe nie am Handy herumgetippt. Das Handy ist irgendwo in mein Taschel gelegen, mit Bluetooth mein Auto gekoppelt und ich habe über die Spracherkennung das SMS angesagt. Wie man das beweist oder man mir das Gegenteil beweist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Darauf wird auch nicht näher eingegangen. Es wird aber immer darauf eingegangen, wie gefährlich es ist, sich während der Fahrt mit dem Handy zu, na, während der Fahrt mit dem Handy zu telefonieren. Niemand sagt aber, was das bedeutet. Heißt es jetzt, mit einer Hand lenke, mit der anderen halte ich das Handy und schaue da drauf? Natürlich ist das gefährlich. Aber das ist genauso gefährlich, wenn ich mit einer Hand lenke und mit der anderen Hand den Radio bediene. Oder mit einer Hand lenke und mit der anderen Hand zwischen die Beine meiner Beifahrerin greife. Oder mit einer Hand lenke und mit der anderen Bitte rauche. erst. Oder mit einer Hand lenke und in der anderen halte ein Brot oder Wasserflaschen und trinke. Das ist genauso gefährlich. Das ist aber, zumindest in Österreich, prinzipiell nicht verboten, solange meine Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr gewidmet ist und mindestens eine Hand am Lenkrad ist, ist es nicht verboten. Es steht nirgends, dass ich das nicht darf. Ich darf nur nicht telefonieren. Also ich darf das Handy nicht in der Hand halten. Ja? Das Handy darf in den Brusttaschel stecken und ich darf sprechen mit einer Freisprechanrichtung. Ja? Auch da gibt es mittlerweile Experten, die das bezweifeln, dass das gesund ist. Sprich, wenn man ein Gespräch führt, ist man abgelenkt und könnte dadurch eine verlängerte Reaktion haben und einen Unfall bauen. Ja, das ist prinzipiell richtig. Wenn ich mit meiner Beifahrerin streite Habe ich auch eine verlängerte Reaktion und könnte dann aufbauen. Also, das ist ein, da hast du richtig. recht, das ist schwachsinnig, ja. Ja? Und dasselbe ist, was weiß ich, wenn ich einen Radiosender habe, der Nachrichten und ich konzentriere mich auf die Nachrichten oder aufs Wetter oder was auch immer, dann bin ich auch abgelenkt. Ne? Dann Ja, passe ich auch klar, nicht wenn du. auf. Es ist richtig, ja, man hat das herausgefunden, wenn du zum Beispiel als Autofahrer, als Lenker, was ich irgendwie Rechenaufgaben zum Beispiel gestellt bekommst, bist du geistig damit so beschäftigt, dass du eben, dass die Reaktionszeit, wenn ein Boy auf die Straßen rollt, heute halt um weiß nicht wie viel verlängert ist und das könnten die 2 Meter sein, wo du das Kind schon niederfährst. Ja, das ist alles richtig. Aber es ist nicht das Gespräch, das Telefongespräch und nicht das Gespräch mit der Beifahrerin. Es ist einfach, wie gehe ich als Fahrer damit um? Ich muss ja keine hochgeistigen Gespräche führen. Es reicht ja, wenn ich sage, ja, ich bin in einer halben Stunde da und aufleg. Da Ja. bin ich nicht abgelenkt. Ja? Ich muss ja beim Gespräch mit meinem Beifahrer oder meiner Beifahrerin nicht den Blick von der Straße wenden, weil ich es ausschaue. Weil man das tut, dass man ran in die Augen schaut, wenn man mit dem redet. Beim Auto von sicher nicht. Ja? Das muss ich ja nicht. Also es sind Dinge, wo ich sage, da gehört eigentlich der logische Menschenverstand, also der sprichwörtliche Hausverstand, der mir sagt, lieber Freund, du verhältst dich prinzipiell falsch.
Gut, okay, wir wissen alle, wo der Hausverstand in den letzten Monaten sich versteckt. Ja, bei Billa. Richtig, und nicht dort, wo er hingehört, nämlich im Kopf. Wer bei Billa einkauft, hat eh keinen Hausverstand. Der schaut nur die Warum? Es ist Preise an. wurscht, was du einkaufst. Wenn du das kaufst, was günstig ist, dann hast du einen guten Hausverstand. Ja. Das heißt nicht, dass man alles beim Billa kaufen muss. Aber wurscht, das ist auch nicht das Thema. Ich Das Thema verkauf's ist, doch. oder die Frage, die sich mir, oder die ich jetzt stelle, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich verbiete jetzt das Telefonieren mit dem Handy. Ja, weil ich sehe das ein. Ich sehe immer wieder Autofahrer, egal ob in Kleinwagen oder auch in LKWs, Ja. die das Handy mit der linken Hand am Ohr haben und mit der rechten lenken es und dann wollen sie abbiegen. Das Der Problem. Blinker ist jetzt aber auf der linken Seite. Panik, was mache ich jetzt? Entweder ich blinke überhaupt nicht oder ich weiß nicht. Ich tue da jetzt mein Ölbogen ins Lenkrad halten und links drücke ich den Blinker runter. Die sind einfach unfähig, aber das hat mit dem Handy als solches nichts zu tun. Die könnten auch Zigaretten nicht halten, weil sie es in der linken Hand halten und da brauchten sie jetzt eine freie Hand, um, ich weiß nicht, irgendwas zu bedienen. Solche Leute sollte man wirklich aus dem Verkehr ziehen, beziehungsweise so anstrafen, dass er sich das ein zweites Mal nicht mehr traut. Ja. Gut, jetzt aber zu sagen, naja, das Gespräch an sich ist schon gefährdend, halte ich für übertrieben. Weil, wie gesagt, wo fange ich an, wo höre ich auf? Das heißt, eigentlich müsste die, wenn man das Telefongespräch an sich gefährdend ist, dann dürfte ich ja eigentlich keine Mitfahrer mehr im Auto mitnehmen, weil die könnten ja mit mir reden. Es kennt ja hinten, hinter mir, also nicht nur der Beifahrer, sondern im Fond jemand auf einmal, dem wird schlecht und der speibt ins Auto. Pff, das lenkt mich sicher mehr auf, als wenn ich mit meiner Frau streit, weil da weiß ich hinten, das bringe ich nie wieder außer den Gestanden. Ne? Oder der Hund pinkelt mir auf die Rückbank oder was auch immer, lacht nicht. Ja? Das sind alles Dinge, wo ich sage, wo fange ich an, wo höre ich auf, was verbiete ich? Gehe ich jetzt her und sage, der Fahrer muss in einem Kabäuschen sitzen und ist abgeschirmt von allem, was passieren kann, damit auch das kleine Kind, das hinten im Kindersitz auf der Rückbank zum Schreien anfängt, weil es den Lutschka ausspuckt und die Mutter greift nach hinten und versucht den Lutschka irgendwie am Boden zu ertasten, damit sie ihm wieder ein Kind einstopft. Weil wenn das Kind nämlich die ganze Zeit schreit, ist das so nervend, dass das sicherlich ablenkender ist, als wenn ich beide Hände vom Lenkrad nehmen. Zumindest für mich noch 5 Minuten halte ich es nicht mehr aus. Entweder ich trage den Kind an oder ich reiße die Tür von Rennen davor. Ja? Da Egal fragt man sich, wie. Das wie sind sind die alles Dinge, letzten die 50 ablenkend sind. oder 100 Was tun Jahre wir? Auto gefahren? Nicht? Da fragt man sich, wie sind die letzten 50 oder 100 Jahre Auto gefahren, sage ich dann, nicht? Mit Kind Natürlich und sind wir Auto gefahren und es sind auch, und da muss man, das muss man schon richtig sagen, es sind noch viel mehr Unfälle passiert als mittlerweile. Nur sind wir mittlerweile dermaßen reglementiert, leider nicht besser, aber macht euch das einen Spaß? Ich meine, ich ja, werde schon uns. reglementiert, wie ich schauen muss, wie ich sitzen muss, wie ich angeschnallt sein muss. Nicht dass ich, sondern wie ich angeschnallt sein muss und wie ich die Lenkrad, die Hände am Lenkrad haben muss. Das, da gibt es alles Regeln und weh, ich mache das anders und falsch und es passiert was, dann weiß ich nicht. Habe ich keinen Versicherungsschutz oder was auch immer oder Regressansprüche von der Versicherung oder wurscht. Ja? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Das nächste Mal Irgendwo wird sage dann. ich mir, sollten erstens einmal bitte jeder, der heute einen Fahrschein besucht, entsprechend geschult werden, dass er weiß, wie muss ich mit sowas umgehen? Ja? Wie, nicht nur, wie wechsle ich das Licht, das ist heute eh schon kaum mehr selbst möglich, aber wie wechsle ich bei einem Auto mit einer normalen H7-Birne das Licht? Was muss ich da tun? Welches Werkzeug bräuchte ich, damit ich das auch selbst zusammenbringe? Wie wechsle ich einen Reifen? Wie schaue ich einen Ölstand nach und solche Dinge? Das, weiß nicht, das, also ich habe das noch gelernt. Ja. Das, ich glaube, mein Bub hat das auch noch gelernt, aber was weiß ich, den Umgang mit einem Bordcomputer oder mit dem Handy wird in der Fahrschule nicht gelehrt, wie ich das eigentlich mache oder was ich nicht machen darf, sondern du darfst nicht telefonieren. Na ja, gut, okay. Und? Das ist ein bisschen wenig. Das sollte man vielleicht doch den Leuten einmal klar machen, was tust du, wie tust du es, was darfst du. Und in einer Vorsicherheit, sie müssen ja heute alle Vorsicherheitstrainings machen, nicht nur Pylonen fahren im Slalom und auf der Schleiderplatte, sondern auch, jetzt nimmst du das Handy und tippst der SMS und schau, pass auf die Straßen. Mit und ohne. Damit du siehst, aha, schau, welche Nachteile hast du da? Wie lang verlängert sich die Reaktion? Jetzt warst du schon in den Vordermann reingefahren und nicht nur in den Pappkarton. Und das sind Dinge, die meines Erachtens noch wichtig sind. Zum anderen, wird es trotzdem immer wieder Leute geben, die sagen, ah, was leck mir am Arsch, ist mir scheißegal, ich telefoniere, ich mache, was ich will.
Es nützt nichts, wenn ich dann das Handy einziehe und schaue, was der gemacht hat. Wenn ich gescheit bin, lösche das. Dann siehst du nimmer mehr, was ich gemacht habe. Dann lösche ich meinen Verlauf, das mache ich sowieso immer, dass nie einer mitkriegt, wen ich angerufen habe oder ob ich ein SMS empfangen oder gesendet habe. Es war echt interessant, in Zukunft auch in die Autos so Blackbox einzubauen, wie das in Flugzeugen der Fall ist, die bei einem Unfall, was weiß ich, die letzten 10 Minuten aufzeichnen. Dann kann ich nämlich ja feststellen, was hat der die 10 Minuten gemacht? Der muss ja nicht unbedingt sich mit dem Handy beschäftigt haben. Vielleicht hat er sich mit dem Navi beschäftigt. Vielleicht hat er am Radio einen Sender gesucht. Vielleicht ist ihm irgendwas runtergefallen oder was auch immer. Ja. Diese Idee gibt es doch eh schon seit längerem in der Blackbox für 2,5 Minuten, für 2,5 Minuten, weil im Gespräch, was ich gehört habe, die in 2,5 Minuten in meinem Speicher aufzeichnen und wenn dann zum Beispiel der Notbremsung oder was ist oder Beschleunigungsverhalten, das sofort dann anspeichert, nicht? Ich weiß nicht, ist das noch nicht jetzt da aktuell wurde? Nein, nicht, dass ich wüsste, es gab einmal, es war einmal die Rede davon, irgendwelche Versicherungen hätten das gewollt, ja, dass ja. Man das baut. Aber wo sie daran verknüpft hätten, weiß ich nicht, ja. Naja, und die Datenschutzkommission hat wieder geschrien, um Gottes Willen, das geht ja nicht, nicht? Na, es war dann aber auch noch die Rede davon, nicht nur so eine Art Blackbox, sondern dass der Wagen sich irgendwie über GPS meldet und das weiß ich nicht, wegsendet. Und ja, das gibt es. In Amerika gibt es das schon. Also in Amerika gibt es so eine Box, wo der sagt, okay, ich bin hier, schickt er seine GPS-Koordinaten über Handyleitung, wo die noch nicht hier ist, und sagt, bitte bin dort helfen. Ja? Das gibt's bei uns, kann mein Auto auch. Ja? Ja. Wenn ich einen Unfall habe, ja, meldet mein Auto automatisch die Notrufnummer und übermittelt die GPS-Koordinaten. Aha. Ja, das kann mein Auto, aber mehr nicht. Ja? Das sagt dann nicht, warum der Unfall passiert ist. Ob ich nicht aufgepasst habe oder mir einer reingefahren ist. Ja, okay, so. Und da sage ich, was viel gescheiter, anstatt irgendwelche Reglementierungen zu schaffen, zu sagen, das okay, das ist eingebaut, du wirst mit Video aufgenommen, Video und Audio, die letzten x Minuten. Du hast einen Unfall, das wird gespeichert und dann sehe ich, was du tust. Hast du auf die Straße geschaut oder bist eingeschlafen? Ja, hast den Kopf auf die Seiten draht, hast am Radio mal dumm gefingelt oder weiß ich nicht, oder bist du in die Hosen gefahren und hast dann runtergeholt. Das sehe ich, dann weiß ich, okay, du hast nicht aufgepasst. Da brauche ich keine Reglementierungen mehr. Ausdrücke von. Na gut, okay, gut. Ja, weißt du, was ich hinaus will? Da brauche ich kein einziges Reglement. So, da war es der Autofahrer, halt das. Ich kann nicht sagen, puh, ja, oh, die Sonne hat mich blend. Hat gar keine Sonne gescheint. Oder ja. Ich weiß es nicht. Oder der ist mir fürs Auto gerannt. Es gibt dann kein Rausreden mehr. Ja, ja, weil wir haben ja zum Beispiel jetzt der letzte Sehung, hat sich mit einem fürchterlichen Unfall gegeben mit einem Schulbus, nicht? Wo der LKW-Fahrer gesagt hat, der hat gutes Handy hat geleitet. Nicht? Ich war abgelegt und bin in den Schulbus reingefahren. Weiß ich nicht, bei uns in Österreich war es. Vier Tote und 14 verletzte Kinder oder was auch immer. Vorige Woche, glaube ich, war das erst. Also da muss ich ehrlich sagen, da befürworte ich solche Systeme, wie du das jetzt angesprochen hast. Weil da müssen wir wirklich schauen, was hat der wirklich gemacht. Weil wir wissen ja gerade, die Profis, die länger fahren, nicht? Also da gibt es ja schon Fernsehberichte von Leuten, die muss ich gerade die Zechennägel schneiden am Lenkrad und was auch immer. Es gibt doch schlimmere Dinge, ja. Da gibt es eine nette Geschichte. In der USA hat sich irgendeiner einen Campingbus gekauft, ja. Mit allen möglichen Schnickschnack und da war ihm ein Tempomat dabei und er hat den Tempomat eingeschalten und ist dann hintergegangen und hat seinen Kaffee gekocht und hat dann den Autohersteller geklagt, weil er gesagt hat, ja wieso, ich hab doch den Autopiloten auftrat. Egal. Ob das jetzt eine urbane Legende ist, die sich rund um die Welt verbreitet oder tatsächlich der Fall ist, ich neige dazu, das zu glauben, weil ich weiß, wie deppert mache Leute sein können. Ja, speziell Amerikaner sind ja da sehr leicht zu beeindrucken. Ja, nicht umsonst steht ein Mikrowellenherd drauf, ist nicht geeignet, um Haustiere zu trocknen, weil es eine gegeben hat, die Kotze oder den Hamster eingestellt hat nach dem Waschen. Also das kommt ja nicht von ungefähr, das hat sich ja nicht einer aus den Fingern gesagt, da muss ja was passiert sein. Ja? Ja. Ungeachtet dessen, auch wenn ich persönlich mich nicht gern überwachen lasse, ja,
Aber speziell was das Autofahren betrifft, wäre ich persönlich sehr dafür, wenn es so in meinem Auto von Haus aus, ab Werk, eine entsprechende Blackbox gäbe, die im Falle eines Unfalls beweist, ob ich schuld war oder nicht. Und zusätzlich einen Fahrtenschreiber, wenn mir irgendein Kiewer auffällt und meint, sie sind zu schnell gefahren, dann kann ich beweisen, Alter, das kann sein, dass du ein geschultes Auge hast, aber mein Fahrtenschreiber ist besser als dein Auge. Und wenn du sagst, ich bin ein 60er gefahren und auf meinem Fahrtenschreiber steht aber nur 51 drauf, dann bin ich auch nur 51 gefahren, lass dich runter. Wenn du das heute machst und sagst, ja, aber ich bin Kiewerer, ich habe ein geschultes Auge, ich weiß, dass sie zu schnell gefahren sind, ja, ohne Radar. Und genau dafür wäre ich, weil ich sage einmal, okay, wenn ich schnell gefahren bin, na ja, dann ist es so, ja. Aber wenn es nicht war, und das passiert oder passierte zumindest auch in der Vergangenheit recht häufig, dann hast du ihn auftraten. Du kannst nicht ausreden, weil die Polizei hat immer recht. Ja, das Was mich ist. dazu bringt, dass ein Polizist kein Mensch sein kann, weil Irren ist ja bekannt menschlich und da sich ein Polizist nicht irrt, kann er logischerweise gar kein Mensch sein. Wir wissen, Ja. früher waren es die kleinen grünen Männchen, jetzt sind sie ja blau, aber egal. Ist ein anderes Thema. Blau war es früher auch, obwohl es grün war. Ja, Also, das auch des ist auch ein Öfteren, ja. anderes Thema. Ja, also, ich kenne ein paar Polizisten und ich muss da ehrlich sagen, die sind mir ja schon damals im Computergeschäft und so beschwert. Also, nein, das haben wir schon beschwingt unterwegs, ein Kollege hat Geburtstag gehabt. Nicht? Also, Und dessen ja. geschultes Auge sagt dann, der ist jetzt schnell unterwegs gewesen. Ne? Sag ich, und du warst jetzt nur 12 Stunden, das ist kein Problem. Das ist ja, Wie dem auch sei, wie gesagt, das ist ein anderes Thema und da möchte ich mich gar nicht drüber auslassen. Aber ich glaube, das würde uns allen was bringen. Zum ist aber der einen, Knaller. natürlich kann man dann beweisen, wann ein Unfall war, um wie viel der jetzt schnell gefahren ist, weil nur da, wo der Tacho irgendwo hängen bleibt oder auch nicht, ja, oder aufgrund der Bremsspur. Wenn ich einen entsprechenden Fahrtenschreiber habe, der verplombt ist, ja, wie auch immer, dann ist der eingestellt und damit kann ich beweisen, ja, du bist wirklich ein 100er gefahren, wo du einen 70er hast fahren dürfen, mit GPS-Daten, bla bla bla. Und wenn man der jetzt anhängen will, du bist schnell gefahren oder das Radar hat blitzt, das wird schon stimmen, kann ich beweisen, wenn ich das nicht war, Blödsinn, ich bin genauso gefahren, wie ich hätte fahren dürfen. Auch Radars und Laserpistolen kann man irgendwie einstellen. Nicht? Die können auch ein bisschen verstellt werden. Nicht? Daher wäre ich also durchaus dafür, dass es so etwas gäbe, auch wenn das bedeutet, dass ich mich dann ja, Überwacht fühle. das Auto dann überwacht werde. Zumindest so weit überwacht, und das ist jetzt das, ich will nicht überwacht werden, dass das automatisch per Funk an irgendwas geschickt wird. Das soll Nee. gespeichert werden. Und das soll so gespeichert werden, dass ich sage, okay, die letzten, also der Fahrtenschreiber geht halt von mir aus jetzt, weiß ich nicht, endlos, bis halt der Speicherplatz voll ist, ja. Ja, das wird dann immer überschrieben, ne? Das wird überschrieben und das Video-Audio, so halt, was weiß ich, die letzten 5 oder die letzten 5 Minuten werden sicher genügen, die letzten 5 Minuten Zweieinhalb aufzeichnen Minuten. Da läuft. und dann weiß ich, was da passiert ist. Dann weiß Da ich, was ist zum zweieinhalb Zeitpunkt des Minuten. Unfalls passiert ist. 2,5 Minuten ist relativ lang, speziell wenn du da fährst, ja? Die Ja, zweieinhalb keine Minuten. Ahnung. Ja. Wobei man durchaus vorstellen kann, dass die Kamera nicht nur ins Wageninnere, sondern auch nach vorne oder auf die Seite oder wie auch immer, sodass man eben sieht, okay, was ist vor dem Auto passiert, was ist auf der Seite links und rechts passiert, was ist aus dem Wageninneren zum Zeitpunkt des Unfalls Das gemacht. Also ist ich ja an und könnte mir für durchaus sich vorstellen, dass das ein sinnvolles System wäre. technisch nicht das Problem. Weil wir wissen heute sowieso, wir sehen es ja die Webcams, was groß ist. Und da macht man noch viel Geld draus. Ja. Ja. Also, so eine HD-Webcam, du hast da eine von mir, die kostet 21 Euro. Dann, bitte, wenn einer jetzt ein Ja, Autofirma Endkundenpreis eben. 500.000 Webcams bestellt, ja. Also der kann hinten eine einbauen, vorne eine einbauen, eine auf die, eine auf der Freude, eine auf die. Wenn 7 Webcams drinnen hast, ist gar kein Problem. Der Schwächer ist auch kein Problem, ja. Also was soll das? Heute nicht mehr. Also wie Ja, gesagt, du zahlst ich ja eher ein paar persönlich. Hunderter für den, 20, 10, 15, 20.000 für das Auto. Ja? Also ich persönlich würde das durchaus, das wäre für mich CarPlay. Nicht nur, dass ich irgendwelche Icons vom iPhone auf mein Display von meinem Bordcomputer Ja, habe das und ist ich jetzt typisch. Skype aufrufen kann oder was auch immer. Ja, das ist ja schön. Viele Dinge sind ja sehr wirklich
eine gute Erfindung und brauchbar, auch beim Autofahren, was es ist, zum Beispiel die ÖAMTC-App, wo du sagst, ah, ich brauche jetzt eine Tankstelle, ja, und dann sagt er da, dort die und die Tankstellen sind in deiner Umgebung, das ist die Böllüchse, sich gut dorthin navigieren, super, ja, eine geile Sache. Mittlerweile kennen das die Navis aber auch schon, ja. Nur, ja, das ist brauchbar, aber brauche ich jetzt die App, weiß ich nicht, von Solitär am Bordcomputer vorne, auf dem Display? Nein. Oder von sonst irgendwas? Nicht unbedingt, ja. Ja, also das sind Dinge, natürlich wäre das alles dann drauf und ich könnte das aufrufen, ja. Das heißt nicht, dass ich es unbedingt machen muss, aber da wird sich vielleicht auch noch was überlegen müssen, was dann passiert, wie man damit umgeht, wie sicher ist es dann wirklich oder wie gefährlich ist es, wenn das über ein iPod ist. Und wenn ich schon sowas mache und heute Autos technisch dermaßen hochrüste, warum mache ich nicht was Vernünftiges, wo ich zum einen einmal sage, okay, lieber Fahrer, wenn du diese Systeme einbaust, dann hast du eine günstigere Versicherung, ja, weil du im Falle eines Unfalls zu 120% genau belegbar ist, was du getan hast. Du kannst dich gar nicht rausreden. Und wenn du ja ein vorsichtiger Fahrer bist, was du ja immer behauptest, dann kann das für dich nur gut sein, weil dann beweist es, dass du unschuldig bist. Ja. Ja? Oder dass du für den Unfall, obwohl du ihn verursachst, nicht wirklich was dafür kannst, weil der Star einfach unvorhersehbar jetzt von der Mauer gefallen ist. Gibt ja, ist so. Das heißt, wenn man das auch dann so, und das ist jetzt das Nächste, wenn der Gesetzgeber das auch so zulässt und nicht von Haus aus, so wie es ja derzeit ist, die automatisch als Autofahrer, wenn du nur im Auto sitzt, als Eigner, ich sitze hinterm Lenkrad, das Auto ist parkt. Also ja, und ich habe schon eine Teilschuld, wenn man jetzt einem in Radl ins Auto reinfährt, weil hätte er dort nicht parken müssen oder ich weiß nicht, ein Kind ins Auto rennt oder was auch immer, es ist völlig wurscht. Kriege ich automatisch einmal irgendwie eine Teilschuld, weil ich, wenn ich im Auto sitze, bist du quasi mit einem Fuß im Häfen. Ne? Wenn der Gesetzgeber das vernünftig spielen würde, dann könnte das uns allen wirklich sinnvoll etwas bringen. Das? Und ich würde das auch durchaus gerne zur Diskussion anregen, wenn ja sicherlich hoffentlich ein paar Leute dazu schauen oder sich diesen Blog da, Podcast anschauen. Und mich würde interessieren, wie das der Rest der Bevölkerung sieht. Ja, die könnten sich ja dann rühren, die können das entweder unten in die Kommentare reinschreiben oder auf unsere Facebook-Seiten unter TabGlob. Link ist eh oben, man braucht ja nur einmal draufklicken. Machen ja schon immer mehr Leute. Und ja, da könnte man vielleicht nachher noch irgendwann einmal mit den geeigneten Leuten, wenn sie das wollen, einmal einen Hangout machen, einen Google-Hangout. Da können wir ein paar mehr Leute verarbeiten, weil wir die Arbeit an die Google-Server verteilen. Ne? Wie auch immer, also wie gesagt, das war sicher interessant, meines Erachtens nach, was der Rest dazu sagt, wie weit er bereit wäre, wie weit der gemeine Autofahrer bereit wäre, sich hier überwachen zu lassen. Ich habe nichts dagegen, wenn man einer auf die Finger schaut. Ja? Speziell was beim Autofahren betrifft, weil du, in Österreich musst du beweisen, dass du unschuldig bist. Überall anders muss man dir die Schuld beweisen. Bei uns sagt der Kiewerer, du hast einen umgebracht. Und du musst jetzt beweisen, dass es nicht so ist. Ja, also du da vorne, steh wieder bitte auf und geh heim, ja, du bist jetzt nicht von mir überfahren worden oder so, nicht? Ja, okay, das war nämlich der andere. Wenn du, genau das ist es, wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, lieber Freund, schau her, zu dem Zeitpunkt, wie der Unfall passiert ist, ist genau das geschehen. Ich habe nicht am Handy gespielt, ich habe mich auf die Straße konzentriert, es ist einfach das passiert, wie ich gesagt habe, ich habe mich nicht ausgekriegt, genau das ist passiert. Ich bin vorschriftsmäßig hier mit sogar unter 50 gefahren. Ja. Ja, ich habe das Auto nicht verreißen müssen, ich bin nicht auf die Bremsen gestiegen. Wie auch immer, der Unfall ist passiert, schau dir das an, ich bin nicht schuld, mich trifft nicht einmal eine Teilschuld, dafür konnte ich nichts, dann muss ich sagen, war das durchaus eine Sache, die ich immer erhoffe, ja, könnte eine gute Geschichte sein. Das ist so steht immer Aussage gegen Aussage. Ne? Ja,
Das wäre eine gute Entscheidung und das ist auch ein gutes Schlusswort, Oliver. Ja, werden wir mal schauen. Vielleicht beteiligt sich doch der eine oder andere. Meine Hoffnung ist relativ gebremst, aber bitte wie immer abonnieren, kommentieren. DebClub auf Facebook, DebClub auf Google Plus. Auf Google Plus, wenn man auf YouTube ist, ist man eh automatisch. Geht man natürlich was dazu sagen. Ja, wir wissen, der geneigte Zuseher ist nicht so ultra aktiv, aber vielleicht doch der eine oder andere. In dem Sinne, ja, wünsche ich allen, falls wir uns vorher nicht mehr sehen, weil nächste Woche ist Karwoche, daher, Doc hat mir schon gesagt, er ist nächste Woche leider kirchlich im Einsatz, kann also nicht erscheinen. Frohe Ostern und ansonsten wie immer ein leises Servus. Von mir das Gleiche. Ich wünsche euch das. Danke.